Unser Sohn Leon ist 4 Jahre alt geworden und hat zum Geburtstag dieses tolle Lego Star Wars Set geschenkt bekommen, was ab 4 Jahren geeignet ist. Seid ihr auch gespannt, ob das vom Alter her passt, was man damit so Schönes machen kann, ob es sich lohnt? Dann bleibt dran, denn wir schauen es uns gemeinsam an. Hallo, mein Name ist Sascha. Ich bin Daniela. Und der Leon ist auch mit dabei. Willkommen zu einem weiteren Video unseres Kanals Klemmbaustein Customs. Heute das Lego Star Wars Set, die 75235. Gibt es bei Amazon, auch im Shop natürlich. Kostet sogar tatsächlich original bei Amazon 30 Euro. 132 Teile. Arg teuer. Der Leon hat es geschenkt bekommen zum Geburtstag, hat es aufgebaut und erzählt jetzt einfach mal ein bisschen, was das Set so kann, was ihm Spaß gemacht hat. Es kann schießen. Es kann schießen, ja. Wir haben hier diesen Geschützturm, hier ist ein Sturmtruppler, den zeige ich euch gleich noch. Hier die beiden Kanonen, die Blaster können nicht schießen, aber hier hinten kann man eine Scheibe reinstecken. Die ist dann in der Halterung und dann drückt man und dann fliegt die da raus zum Abschießen. In die Küche, genau. Hier ist ein Sturmtruppler mit Blaster, der kann nicht schießen. Was haben wir noch, Leon? Das dritte, den Roboter. Genau, hier haben wir einen R2-D2. Und das Männchen hat ein Lichtschwert. Genau, der Pilot hier. Ich weiß nicht, ob der irgendwer aus den Star Wars Filmen sein soll. Ich glaube Luke Skywalker. Was? Laut Schachtel. Echt? Mhm. Steht drauf. Luke Skywalker sogar. Und man erkennt ihn nicht. Eieiei. Blasphemie. Also, gut, ja, klar. X-Wing und R2-D2, das kann eigentlich nur Luke Skywalker sein. Schande auf mein Haupt. Schande über mich, Asche auf mein Haupt. Da ist er mit Wendegesicht. Ja, da guckt er ein bisschen. Hier ist er freundlicher. Sitzt da drin, kann sein Lichtschwert hinten dran packen. So, hier ist der X-Wing. Möchte da noch was zu sagen, Leon? Man kann diese hoch und runter machen. Ja, die Flügel, wie beim X-Wing ja üblich. Kann man rauf und runter klappen, wenn es schnell gehen muss. Zusammen damit und dann geht's ab. Hier, das kann man hochklappen. Alle Steine sind bedruckt, also man mutet den Kindern jetzt noch nicht zu, in dem Alter Aufkleber drauf zu friemeln. Ist eine Frechheit, dass man es mir in meinem Alter noch zumutet. Ansonsten, ja, 132 Teile habe ich gesagt. Die Aufbauanleitung, ich zeige mal ganz kurz nur exemplarisch so ein, zwei Seiten, dass ihr seht, dass das wirklich einfach gehalten ist. Also man wird ja heutzutage eh schon von den Lego-Anleitungen verwöhnt, aber das ist halt eben nochmal eine deutliche Nummer einfacher. Sogar noch einfacher als die Minecraft-Anleitung. Also. Genau, und ging super zusammenzubauen für Leon. Also er hat es wirklich richtig gut hinbekommen. Genau, das Einzige, wo man ein bisschen nachhelfen musste, waren die Teile ein bisschen aufeinander zu drücken. Also die Klemmkraft ist ja nun gewohnt gut. Es war sein erstes Set, was er jetzt aufgebaut hat. Deswegen muss man sich da erstmal dran gewöhnen, dass man die Steine halt fest zusammendrücken muss. Da, ja, das wird dann im Laufe der Zeit schon noch besser. Aber an und für sich, also für unseren 4-Jährigen, sehr gut geeignet. Ist natürlich immer ein bisschen kindabhängig, da muss man schauen, wie sehr man dann da vielleicht noch helfen muss. Bei uns war eigentlich keine große Hilfe nötig. So, dann würde ich sagen, berufen wir noch das Familienfazit ein. Sitzen ja eh alle gerade hier, Noah ist beschäftigt, der gibt es wahrscheinlich einen neutralen Daumen. Der durfte jetzt auch noch nicht damit so viel spielen, ist ja Leons Geschenk. Also Leon, du darfst auch wieder anfangen, gefällt dir dein Lego Star Wars Set? Ja. Ja. Spielst du gern damit? Ja. Gibt es einen Daumen nach oben, nach unten oder einen neutralen Daumen von dir? Ja, klar, der Daumen nach oben. Gute Frau?
Ja, ich finde es sehr schön gemacht. Es ist für Kinder von 4 Jahren auf jeden Fall gut geeignet. Was gelegentlich ein bisschen problematisch ist, Leon schießt dann diese kleinen Scheiben und achtet nicht drauf, wo sie hinfliegen. Also nach denen haben wir schon ziemlich viel gesucht. Das ist ein bisschen unpraktisch, aber gut, bei der Größe einfach, ja, einfach verständlich, dass sie nicht ganz so leicht zu finden sind für einen Vierjährigen. Dass er da ein bisschen Hilfe braucht und es macht ihm wahnsinnig viel Spaß, damit rumzuschießen. Von daher für mich auch ein Daumen hoch. Ich finde es sehr gut gemacht. Von mir gibt es an und für sich für das alles drum und dran auch einen Daumen nach oben. Ich muss als einziges sagen, welcher Vierjährige kennt Star Wars? Also wenn Lego da mal einfach wieder wie damals irgendwelche Fantasie-Weltraumschiffe rausbringen würde, wäre auch gut. Vor allem wäre es nicht so teuer, ehrlich gesagt. Ja. Also ja. Das ist dann halt mal wieder vom Thema an die Eltern gerichtet. Die kennen Star Wars und denken sich, boah, ja, cool, kaufe ich. Die Kinder ist es total egal. Also von daher, das könnte auch sonst wer sein. Nichtsdestotrotz ein schönes Set an und für sich. Dann sind wir am Ende unseres kurzen Review- und Fazit-Videos. Ich hoffe, konntet einen guten Eindruck bekommen, hattet Spaß dabei. Wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Hinterlasst den Daumen nach oben. Genau. Und wenn es Ja. euch gefallen hat, abonniert uns gerne. Genau. Und sortiert das richtig rum, denn sonst kommt der Pirat und aktiviert für euch die Glocke. Also, dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.